Hallo und herzlich willkommen auf PapauTV. Ich bin euer Olli und heute machen wir weiter in Forza Horizon 4 mit dem letzten Forzathon der Serie 22. Und wir springen auch gleich in den Shop und sehen zum einen den Bugatti Divo von 2019 in Legendär und den Renault Megane RS 2018 in Selten. Des Weiteren haben wir noch einen Frühlingspullover als Oberteil in Selten und die Frühlingsmütze als Kopfbedeckung ebenfalls in Selten. Und jetzt machen wir weiter mit dem Frühlingsforzaton, der sich dieses Mal nennt Ritter der Dünen. Und in Kapitel 1 Landhai dürfen wir einen Buggy beliebiger Art besitzen und fahren. Hierfür gehen wir wie immer über den Filter, gehen auf Offroad Buggies und suchen uns unseren Buggy aus, den wir fahren möchten. Ich habe mich für den Ariel Nomad 2016 entschieden, diesen auch ein bisschen getuned, obwohl es für diesen Forzaton nicht vonnöten ist. Kapitel 1 Landhai ist absolviert. In Kapitel 2 Unbegrenzte Macht dürfen wir uns in unserem Buggy fühlen wie ein Känguru und 10 Sprungfähigkeiten ausführen. Kapitel 2 Unbegrenzte Macht ist absolviert. In Kapitel 3 Hart und Rau müssen wir mit unserem Buggy die Querfeldein Serienveranstaltung Burg Querfeldein Rundstrecke absolvieren. Das geht offiziell irgendwie nicht, deswegen habe ich eine eigene erstellt und somit Kapitel 3 absolviert. Kapitel 3 Hart und Rau ist absolviert. In Kapitel 4 Keine Gnade dürfen wir mit unserem Buggy noch ein bisschen durchs Gelände rasen und insgesamt 10 Meilen absolvieren. Kapitel 4 Keine Gnade ist absolviert. Und der Forzaton Ritter der Dünen ist abgeschlossen.
Vielen Dank, dass ihr mein Video bis hierher geschaut habt. Auf der linken Seite seht ihr meine letzten Videos, auf der rechten Seite die Vorzahlliste. Wenn euch das Video gefallen haben sollte, lasst mir doch bitte ein Like da, abonniert mich, aktiviert die Glocke. Wenn nicht gefallen, gebt mir auch gerne ein Dislike, aber bitte kommentieren. Und in diesem Sinne danke und bis zum nächsten Video.